Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich will nicht lange reden. Wir haben schon sehr lange gebraucht, um das ganze Gebiet einzusammeln. Reichtümer, Rätsel, Artefakte. Deshalb sage ich einfach nur, reden wir mit Sigurd und auf nach England. Bist du bereit, Segel zu setzen, Eivor? Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner. Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug! Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich muss mir einen Namen in der Welt machen. Ihr habt Thornbergs Vorräte geplündert, wie ich sehe. Ihr lasst nichts zurück außer eurer Ehre. Du liest mir keine Wahl. Als ich zum Ting kam, war ich ein Prinz. Und als ich ging, nur der Sohn eines Jarls. Man hat immer eine Wahl, Sigurd. Ich stelle mich nicht zwischen dich und die Deinen, aber ich gebe dir nicht meinen Segen. Vor 17 Wintern öffnete ich dir mein Haus, Eivor. Und nun ist dein einziger Dank, mich auszurauben. Ich hätte dich den Wölfen überlassen sollen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Trauriger alter Elch. Nimm diese Worte nicht mit nach Englerland. Er hat diesen Tag selbst verschuldet. Ich weiß. Mir fällt gerade ein, wir wollten eigentlich noch Tattoos begutachten. Das können wir sicherlich auch in England machen. Ach so, sitzen. Okay, gut. Die Zeit der Tränen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke! Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge! Teil dir die Kraft gut ein, Doug. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Sigurd! Wie lautet der Kurs? Die Söhne Ragnars haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Sing ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Fruchtschick, um uns anzutreiben! Ein so Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen. Und den Ruhm, den wir diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Valhall! Oh, nochmal wunderschön das Logo zu sehen. Komplett in weiß. Was ich gerade eben sagen wollte, sie nennen die Winde Fürze vom Tor. Auch schön zu wissen. Oh! Das ist Lea? Oh nee, Layla? Wie hieß sie nochmal? Layla, ne? Die hat sich aber auch echt stark verändert. Klamottenmäßig sieht sie noch ähnlich aus wie von vor 2 Jahren, sozusagen. Aber das Gesicht? Boah, hat die Augenringe bekommen.
Ich frage mich wirklich, was denn da so alles passiert ist zwischen Atlantis und jetzt. Oh, die ist Raucherin. Und scheinbar auch Tabletten abhängig. Wenn sie schon so viele Tabletten auf einmal nimmt, wow. Hä? Irgendwas hat sie gesehen, was sie verstört. Meine Güte, die guckt aber auch. Oh, okay, ja gut. Verständlich. Der Hermesstab. Da kann man auch wirklich ein bisschen verrückt werden. Wurde ja auch Pythagoras. In einer Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Zierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Zierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean. Das ist Sean? Scheinbar ist die Welt kurz vorm Kollaps. Wie passend. Wie bringen wir das in Ordnung? Kannst du der Schlüssel zu allem sein? Ah, das Grab scheinbar von Eivor. Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Ich frage mich ja, wie alt dieses Haus ist. Höchstwahrscheinlich noch nicht so alt. Ich würde gerne eine Runde spielen, aber ich habe leider was Besseres zu tun. Kann ich verstehen. Ich wollte auch nur gucken, was das ist. Ist also immer noch ein Team. Oder was man ein Team nennen kann. Unsere Doktorin ist leider, ist natürlich verstorben. Entschuldigung, hier ein Sprachfehler schon wieder. Hast du meinen Tee? Gab's doch. Oh, so. Minztee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Genau, nach der habe ich gerade eben... Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut, gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Jetzt erkenne ich sie doch wieder, die Layla. Bloß, früher hatte sie halt nur einen Zopf. Dort. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also, es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein.
Ja. Rebecca hat sich auch ziemlich verändert. Finde ich jetzt jedenfalls. Wir schauen uns mal um. Das ist hübsch. Beruhigend. Eine kleine Burg? Ich bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass das nochmal passiert. Die zwei Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie zwei Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für, du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Mir kam gerade eben die Idee, weil Layla sagte, wie zwei Persönlichkeiten in einem. Vielleicht hat Eivor eine Persönlichkeitsstörung gehabt. Und manchmal glaubt Eivor, sie wäre eine Frau. Und ein anderes Mal denkt Eivor dann, es wäre ein Mann. Also Persönlichkeitsstörung. Zwei Persönlichkeiten in einer Person. Das gibt's natürlich wirklich. Ja. Das würde erklären, warum man so zwischendurch immer von dem Weiblichen zum Männlichen wechseln kann und andersrum. Oh, ein Sofa. Wenn das vorbei ist, schlafe ich wieder in einem echten Bett. Da wollen wir noch nicht wieder hin. Ach, jetzt ist die Tür da auf. Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Schon war fleißig. Seltsame Nachricht. Ein Audiofragment, das von einem unbekannten Ort an unsere verschlüsselten Server gesendet wurde. Also, es wurde nichts gestohlen, nichts zerstört. Es wurde nur diese Datei hier deponiert. Also was haben wir hier? Eine kryptische Audiodatei, Stimme, unbekannt, darunter liegt ein Signal. Das Signal war ein Code, der uns an einen Ort hier in Neuengland führte. Also haben wir gegraben und sind auf Gold gestoßen, besser gesagt auf Silber. Die geläufigste Währung des Mittelalters. Wir fanden die Grabstätte eines nordischen Kriegers, datiert auf das späte 9. oder frühe 10. Jahrhundert unserer Zeit. Mehrere Jahrhunderte, bevor dort die ersten Siedlungen entstanden. Wenn wir richtig liegen, sind das bahnbrechende Neuigkeiten. Bleibt nur die Frage, wie sind diese Knochen dorthin gekommen und warum? Die Wikinger sind nun mal gereist. Hallo, Layla. Sean, was hältst du von dem Grab? Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Schon, was letztes Jahr passiert ist, dich. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht,
Dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Ja, die haben das schon mal erlebt. Mit Desmond. Der wurde von... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall von einer ISO. Kontrolliert. Und hat seine große Liebe einfach mal getötet. Weil er im Bann des Edenapfels stand. Ist es okay, wenn ich Musik anmache? Ja, mach ruhig. Cool. Nee. Die Musik ist doof. Ach ja, den PC. Laptop. Sehen wir uns das mal an. So, wir schauen uns mal alles an. Remy Hassan. Betreff, Antwort nein. Danke, dass du mich so überaus detailliert ins Bild gesetzt hast. Jetzt werde ich bestimmt wieder besser schlafen, Ram. Nein. Ich habe mich nicht mit Covid infiziert. Nein. Wir sind nur zu dritt und wir versuchen, unter dem Radar zu bleiben. Oh, wie... Oh, wie krass. Die haben wirklich das Coronavirus eingebaut. Geil. Ist ja cool. Okay, ist natürlich nicht cool, dass jetzt Covid... Ne? Covid ist generell nicht cool, aber dass die das eingebaut haben, das finde ich cool. Remy Hassan, Anela, 2. Mai. Verschwinde für eine Weile. Nichts davon klingt gut in meinen Ohren, Layla. Und dass du kein Telefon benutzen willst, macht die Sache auch nicht besser. Du hast meine Nummer. Ich schlage also vor, du rufst mich an. Und nein, ich werde unsere Eltern keine Grüße von dir ausrichten, denn das würde eine Flut von Fragen auslösen, die ich nicht beantworten kann. Dein Vater erfährt, dass du nicht länger für Abstergo arbeitest, würde ihm das Herz brechen. Er spricht pausenlos davon, dass seine Tochter eine hochbegabte Neurowissenschaftlerin ist. Der Mann hat nicht die geringste Ahnung von dem, was du tust oder getan hast, und dennoch ist er stolz auf dich. Und ich werde nicht derjenige sein, dem das nimmt. Ist es Covid? Oh, Alter, bist du deshalb so zugeknöpft oder gibt es einen anderen Grund? Ruf ihn an, ruf mich an und hör endlich mit diesem verrückten Versteckspiel auf. Ich will einfach nur wissen, ob es dir gut geht, Ram. Rami, verzeih mir die kurze E-Mail, ich hätte lieber angerufen, aber ich kann im Moment kein Telefon benutzen und mir läuft die Zeit davon. Ich habe mich immer noch nicht von meiner Reise erholt. Die Dinge gerieten außer Kontrolle, nichts lief nach Plan, Menschen kamen zu Schaden. Ich sagte dir, dass es um die Forschung ging. Das tat es auch, aber nicht für... Die Wahrheit ist, dass ich schon seit Jahren nicht mehr für sie arbeite. Es ist eine lange Geschichte und ich will dich nicht mit Details langweilen, aber es war nichts für mich. Belassen wir es dabei. Über die Leute, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, kann ich dir nichts erzählen. Nicht in einer E-Mail, aber sie haben mir Dinge gezeigt, mir neue Chancen geboten. Sie haben mir die Augen geöffnet. Doch das hatte seinen Preis. Tatsächlich habe ich letztes Jahr versagt. Mehr als einmal, und das muss ich jetzt wieder gut machen. Oh meine Güte. Wenn jetzt wirklich alle so lang sind, dann lese ich sie nicht alle vor. Dann scrolle ich sie langsam runter, damit ihr euch die jetzt alles angucken könnt. Vorlesen werde ich sowas nicht unbedingt jetzt wirklich immer. Wollte ich eigentlich machen, aber wenn das alles wirklich so lang ist, nein, danke. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, was soll's. Ihr könnt selber lesen. Sagt Mama und Baba, dass ich vermisst, dass ich sie vermisse und dass es mir gut geht, deine Schwester. So, nächste Schritte. Im Januar war das, aha.
die werden natürlich nichts von dem Beinamen erfahren haben oder gehört haben. Cassandra hat dies auch wirklich niemandem, glaube ich, erzählt. Niemand wusste bis dato, bis zu dem Zeitpunkt, dass es überhaupt möglich ist, sozusagen Jahrtausende zu leben. Im Nordischen, da gibt es da auch Ragnar, also jetzt nicht nur diese Brüder Ragnarök oder Ragnarok, dieses Ereignis Ragnarök ist ja auch sozusagen der Weltuntergang. Das passt sowas von gut. Dieses Spiel, dieser Teil und Covid. Yeah. Betreff, antworte du. Die Atlantis Eagles. Ah, okay. Dateien. Wichtige Orte in England. Leicestershire, London, Winchester, York, Essex, Gloucestershire. Im Generellen, Stonehenge hat mich schon immer fasziniert. Mich faszinieren generell die ganzen alten Sagen, Mythen, nordisch, griechische, generell auch die atlantische, die haben wir auch schon abgegrast in Assassin's Creed. England. Was könnte man mit England und ISO-Artefakten in Verbindung bringen? Wir kennen ja wiederum aus England eine berühmte Geschichte, Arthur, der mit Excalibur sein Reich, Arthur zieht das Excalibur aus dem Stein und wird König von England. Excalibur ist natürlich eventuell die Möglichkeit, ein ISO-Artefakt zu finden. Wer weiß, vielleicht sind wir ja auch später verantwortlich, dass dieses ISO-Artefakt in diesem Stein landet. Das wäre cool. Sitzungsbericht. Hastings. Okay, das sind Dateien. Medien, auch meine Güte. Seltsame Nachricht. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich. Und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Okay, das ist jetzt gerade sehr vorausschauend. Eine seltsame Botschaft von einer unbekannten Quelle nördlich des Polarkreises. Die Botschaft wurde 9 Tage lang gesendet, dann verstummte das Signal. Eine Spektralanalyse ergab die Koordinaten einer nordischen Begräbnisstätte in Neuengland in den USA. Okay. Für Layla. Layla, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Unterhaltung von mir und Bex mit Desmond. Aus 2012, Dezember, glaube ich. Nur offene Gespräche, mehr nicht. Keine Quadratur des Kreises oder höhere Poesie. Aber er hatte ein paar interessante Einsichten zu seiner Zeit im Animus und was es bedeutet, ein Assassine zu sein. Hör sie einfach mal an. Vielleicht stellst du fest, dass ihr beide ähnliche Erlebnisse hattet. Also, sag mir, was du davon hältst.
Außer du findest, dass ich in den Aufnahmen wie ein Volldepp klinge. In dem Fall sag einfach nichts. Ich meine, ich war ein bisschen erkältet, als wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich klinge ich deshalb so komisch. Aber egal. Okay, ich bin eh fertig. Und aus. Und aus. Oh, das war tatsächlich nur ein Knopf, sorry. Aber jetzt. Dachte wohl, das würde mit Spracherkennung funktionieren. Okay, dann hören wir da nochmal rein in Desmans Nachrichten. Nein, nein, komm schon, Sean, schalt das Ding aus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal, laut und deutlich. Ach, ernsthaft? Klar, na komm, wenn's sonst nichts bringt, habe ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. Reicht das? Ja, aber wieso denn? Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, ja, das will ich. Oder, nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt, das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln. Das ist die Realität. So und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund umgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Credo etwas Selbstzerstörerisches hat. Wenn der freie Wille der wichtigste moralische Stützpfeiler ist, sollte es uns auch freistehen, ihn zu ignorieren, uns zu unterwerfen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Es sollte uns freistehen, uns mit den Templern zu verbinden. Wenn ich wirklich die Wahl hätte, könnte ich das tun. Ja, es widerlegt sich fast selbst. Eine Demokratie könnte demokratisch einen Diktator wählen oder sich entscheiden, die Demokratie aufzugeben. Unser Credo enthält die Saat für seine eigene Zerstörung. Das macht es so mächtig, glaube ich, und zerbrechlich. Ja, genau. Je mehr Freiheit man hat, desto gefährlicher ist es, weißt du? Wie auch immer, mein Vater ist sanfter geworden, aber er war sehr streng, als wir auf der Farm lebten. Er hatte alles fest im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg wählen konnte. Unser Credo, die Gebote, sie wurden mir rigoros eingetrichtert. Als ich ein Teenager war, befolgte ich diese Regeln aus reinem Pflichtgefühl. So haben wir das einfach gemacht. Das passiert vielen Organisationen mit der Zeit. Es kommt zu Stagnation, weißt du? Fundamentalismus. Ja. Die Regeln zu befolgen wurde wichtiger, als die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesetzt hat. Und die Leute vergessen, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Das ist Deontologie, oder zumindest eine Form davon. Wenn man Regeln um ihrer selbst willen befolgt und nicht wegen der Konsequenzen, die es sonst hätte. Ja, aber das ist doch rückwärtsgewandt, oder? Doch schon. Regeln zu befolgen ist einfach. Beten, am Wein nippen, eine Oblate essen. Rituale können Trost spenden. Aber dann exerziert man das doch nur durch. Es kommt den Leuten nur so vor, als würden sie etwas tun. Während es viel schwerer ist, naja, tatsächlich den Arsch hochzukriegen und produktiv zu werden. Ich glaube, Menschen haben einfach gerne Grenzen. Enge Grenzen. Sie wollen die vier Wände sehen, die sie einsperren. Da widerspreche ich nicht. Alles außerhalb davon. Alles, was das Leben kompliziert macht, macht auch Angst. Deshalb beneide ich dich. Du hast dieses Leben gewählt. Du hast diesen Prozess durchgemacht und entschieden, ja, ich glaube daran. Stimmt. Das hielt mich nicht davon ab, als Teenager ein unausstehlicher Besserwisser zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Ich wäre gern ein Besserwisser gewesen. Ich wusste nichts. Nicht bevor ihr mich gefunden habt. Ja. Erst als ich dich, Bex und Lucy kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich ein Assassine sein will. Ah, oh, danke, Des. Komm her, lass dich drücken. Eigentlich mag ich keinen Körperkontakt, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich werde dich nicht umarmen. Ganz sicher? Ich rieche nämlich sehr gut heute. Kannst du es einfach abschalten? Erst einmal Lucy, Ruhe und Frieden. Und was Des mit meinte, sagte, stimmt sowas von.
Ich stehe für die Assassinen. Sie haben trotzdem, ja, so wie das, ja, genau wie Desmond meinte, eine einsichtige Meinung. Wenn es wirklich, ja, wenn es ihnen wirklich wichtig ist, dass jeder einen freien Willen hat, sollte auch jeder in ihren Reihen freiwillig für diese Sache einstehen wollen. Und wenn man jetzt das Kind eines Assassinen ist, sollte man diesem Kind auch die Möglichkeit geben, kein Assassine zu werden, auch wenn man das vielleicht möchte, damit das halt weitergeht. Wenn das Kind aber kein Assassine werden möchte, dann sollte man auch stolz drauf sein. Ja? Unsere letzten Assassinenhelden, die sind ja auch alle in die Fußstapfen getreten von ihren Vätern. Fast alle. Weil sie das halt auch, ja, aus Pflichtgefühl gemacht haben, teilweise. Gut, machen wir den zweiten nochmal. Ich hoffe, der dauert nicht allzu lang, also nicht noch länger. Moment, ich stell das nur schnell hier hin. Nehmt ihr alles auf, worüber wir reden? Du hast den Animus so oft benutzt. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mehr über die Auswirkungen einer langfristigen Nutzung zu erfahren. Dann bin ich dein Versuchskaninchen. Nein, nein, meine Kaninchen sind alle tot. Der Animus war einfach zu viel für sie. Süß. Kann ich dich was zum Sicker-Effekt fragen? Hattest du noch mehr Visionen? Sind neue Erinnerungen hochgekommen? Ja, das Übliche. Geisterbilder von Altair und Ezio. Ein paar Mal am Tag. Nichts Störendes. Nur kurze Momente. Sie gehen schnell vorbei. Ich bemerke sie kaum. Wie eine Gestalt im Augenwinkel. Oder eine Erinnerung an einen Traum von letzter Nacht. Aber vor ein paar Tagen hatte ich eine längere Halluzination. Es ging um Ezio. Er war älter. Wohl um die Zeit, als er Kappadokien verließ. Er stand auf dem Deck eines Schiffes. Allein. Und durch ihn spürte ich ein intensives Gefühl von Bedauern oder Schuld. Und es kam mir vor, als hätte er den Glauben verloren. An sich selbst, an das Credo. Als könnte er nicht weitermachen, seinen Idealen nicht treu bleiben. Als ich ihn da sah, fragte ich mich, ob das der Moment war, in dem er damit abschloss, ein Assassiner zu sein. Es fühlte sich so an. Jedenfalls, die meisten meiner Visionen sind kurz, dauern nur ein paar Sekunden. Sie sind wie vollständige Erinnerungen an einen kurzen Moment, die aus dem Nichts auftauchen, voll ausgestaltet. Ein komisches Gefühl. Okay, sonst noch was? Neuerdings sehe ich auch Connor, obwohl ich häufiger seine Stimme höre, statt ihn zu sehen. Aber das ändert sich sicher noch. Oh ja, und gestern, kurz vorm Schlafen, hatte ich eine Erinnerung an einen Strand in der Karibik. Mit einem Haufen Seeleuten. Oder Piraten vielleicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sehen wir uns mal an. Und wie geht's dir sonst so? Ganz allgemein? Tja, ich fühle mich älter. Viel älter. Und es fühlt sich komischerweise gut an. Ich sammle die Erinnerungen, Fähigkeiten und Gedanken von so vielen Menschen. Es kommt mir vor, als hätte ich ein paar hundert Jahre gelebt oder noch mehr. Kann es sein, dass das, wenn ich es zu lange mache, meine eigenen Erinnerungen überlagert? Dass ich irgendwann all die anderen bin, aber nicht mehr ich selbst? Möglich. Es nennt sich Identitätssubstitution. Aber das kommt nur selten vor. Und jemand mit deinem Background sollte sich keine Sorgen machen. Mein Background? Du meinst meine Gene? Meine Fähigkeiten? Du besitzt ISU-DNA. Dadurch kannst du mehr sehen und tun und mehr überstehen als andere Menschen. Und ich leide auf mehr Arten als andere Menschen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Du meinst den Apfel? Ja, er hat einen Sog, Bex. Er zerrt an meinem Verstand, spricht zu mir, betört mich, macht mich verrückt. Und was ich Lucy angetan habe, Gott verdammt. Nichts ist den Schaden wert, den ich angerichtet habe. Oder den Schmerz. Ich weiß, aber du bist besonders. Darum geht es ja. Ich bin nicht besonders, Bex. Ich hatte Glück. Mehr nicht. Das verstehe ich. Wir sind Assassinen. Unser Credo zeichnet uns aus, nicht unsere Gene, nicht unser Blut. Jeder kann sich uns anschließen. Das stimmt, aber vergessen wir das für einen Moment.
Was ich wissen möchte ist, sind jemals Isu-Erinnerungen hochgekommen? Isu-Erinnerungen? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Ich schätze, du hättest es gemerkt. Vielleicht irgendwann. Vielleicht können wir sie irgendwie auslösen. Gott, bring mir erst die Welt in Ordnung, okay? Bevor wir anfangen, meine ganze Ahnenreihe auszugraben. Okay. Bei meinem Glück bin ich mit irgendeinem drittklassigen Isu verwandt, wie Sisyphos oder so. Ja, setz dir hohe Ziele. Hey, muss man ja. Oh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das war so spannend. Nee, ja, jetzt weiß ich wieder. Dass man sich an den Strand oder so an die Karibik erinnert. Das ist ja wahrscheinlich der Teil, wo wir mit, wie heißt der? Unserem blonden Piraten Haysom oder wie er hieß, unterwegs waren. Aber Desmond ist doch eigentlich gestorben, nachdem er die Welt gerettet hat. Wie genau kommen dann bitte schon Erinnerungen von der Karibik? Oder es könnte vielleicht damit zusammenhängen, weil er ja auch später einen Sohn hat und der ist dann auch irgendwie wieder so eine komische Wiedergeburt von diesem einen Inu-Typen. Von dem einen Iso-Typen, aber egal. Ich gehöre jetzt nicht hierher. Wir müssen jetzt weitermachen. Ach, du meine Güte. Die Boten. Isoboten 1. War schon ganz schön vorausgesehen worden von den Iso. Ob es sowas in der Wirklichkeit auch gibt? So eine richtige, technologisch hochentwickelte Spezies? Ja, auch sozusagen unsere Vorläufer, die irgendwie alle schon vorhergesehen haben, was passiert, was passieren wird. Das wäre echt krass. Oh, schönes Bild. Isoboten 2. Oh, du meine Güte, noch viel weitere. Wert und seinen vermeintlichen Zweck. Oh, du meine Güte, noch viel weitere. Weiter geht's. Bricht den Code, bricht den Knoten. Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es. Unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker, helle Köpfe, rebellische Herzen, sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Sie, wir alle versagten, keiner konnte ändern, was wir entdeckten. Die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Der Leser hatte keine Macht, er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor, erdenkt die Zukunft, dem Autor gehört die Zukunft.
die Toba-Katastrophe, der Ausbruch eines Supervulkans, gepaart mit einem koronalen Massenauswurf, läutete das Ende der ISO ein. Sie veränderte das Angesicht der Erde und ließ den Sauerstoffgehalt der Luft sinken. Die ISO erholten sich nie davon. Nach unseren Schätzungen starben die letzten ISO nur etwa 100 Jahre später. Von diesem Punkt an übernahmen die Menschen, ihre Schöpfungen, die Herrschaft. Die Katastrophe kam nicht überraschend. ISO-Wissenschaftler wussten schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnte, um die drohende Gefahr und arbeiteten fieberhaft an einer möglichen Lösung, um ihre Spezies zu retten. 6 Methoden haben sie ausprobiert, aber dank einer toxischen Mischung aus Selbstüberschätzung, politischen Richtungskämpfen und einer guten Portion Pech schlugen alle 6 fehl. Uiuiui. Die letzte Methode war die vielversprechendste und fast schon einsatzbereit, als das Schicksal zuschlug. Es war die Methode, auf die Desmond Mai zurückgriff, als er die Welt im Dezember 2012 vor einem zweiten verheerenden Sonnensturm bewahrte. Diese Stimme beklagt das vielschichtige Versagen ihrer Spezies. Diese Stimme beklagt das vielschichtige Versagen ihrer Spezies, sich selbst zu retten. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sie haben zusammen mit Desmond uns gerettet. Der Erfolg kam verzögert. Dann diese Botschaft, bricht den Code, bricht den Knoten, eindringlich und äußerst rätselhaft. Puh. Ich habe es lange nicht mehr so viel auf einmal vorgelesen. Es tut mir leid, dass da so viele Haspler drin sind. Lineale Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variation. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Weite möglich ist. Pfade sind variabel, kontinuierlich, Knoten sind statisch, permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade im Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer wieder kannst du spüren, wie die Welle zusammenstürzt und versucht, Desmonds Akt des Widerstandes zu korrigieren. Der nächste Knoten bringt das Ende der Welt. Die Algorithmen lenken den Fluss der Möglichkeiten nun schon seit über 100 Jahren auf dieses Ziel hin, die Welle kollabieren zu lassen. Das übersteigt meinen Horizont bei weitem. Ich muss jemanden kontaktieren, der sich mit diesem Scheiß besser auskennt. Aber so viel scheint klar. Die Struktur der Raumzeit und des Universums sind so beschaffen, dass bestimmte Ereignisse oder Cluster von Ereignissen zwangsläufig eintreten. Ein Flaschenhals, durch den die Raumzeit fließt, und es ist nahezu unmöglich, ihm auszuweichen. Etwa an dieser Katastrophe, die Desmond im Jahr 2012 abgewendet hat, zwingt, sie zurückzukehren, gleichgültig gegenüber unserer Angst und unseren Schmerz. Wie eine Gezeitenwelle, die sich übers Meer des Weltraums wälzt. Sie schlug einmal gegen den Deich und das tat sie für eine Weile gestoppt. Aber die See holt wieder zum Schlag aus und wieder und wieder und wieder. Es erklärt in gewisser Weise, was gerade um uns herum geschieht. Was wir dagegen unternehmen können, wissen wir deshalb aber noch nicht. Vor allem nicht aus dem Innern des Animus heraus, einer Simulation innerhalb einer Simulation. Puh. Ne, hatten wir eben gerade schon. Nummer 5. Die Realität ist ein mathematisches Modell, das vom Betrachter immer wieder gelöst wird. Deine Gedanken sind Berechnungen, die deine ganze eigene Welt für dich abbilden. Prozessoren unterscheiden sich. Jedes Gehirn erschafft seine eigene Realität, die Variationen erreichen. Oh meine Güte, ich kann nicht mal lesen. Oh. Die Variationen reichen von subtil bis drastisch. Dein Geist legt fest, wie viel du schmeckst, wie viel du fühlst, wie viel du verstehen kannst. Wahrnehmung definiert Perspektive. Wir haben dich und deine Sinne so entwickelt, dass du genau das wahrnimmst, was für uns nötig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt Aspekte der Zeit, für die du völlig blind sein musst. Das war erforderlich. Selbst wenn der
wenn, selbst wenn wir die Zeit plötzlich sehen könnten, wäre das ganz, wäre das keine Garantie dafür, dass unsere Wahrnehmungs, dass unser Wahrnehmungsvermögen dem der ISO gleicht. Stellen wir uns die Zeit als eine Entität vor. Stellen wir uns vor, dass die Zeit eine wahrnehmbare Sache ist, genau wie das Licht eine wahrnehmbare Tatsache ist. Die Fähigkeit, diese Tatsache zu sehen, garantiert keinesfalls, dass alle sie auf die gleiche Weise sehen. Es gibt Lebewesen auf dieser Erde, die das Licht völlig anders lesen als wir und zu gänzlich andere Zwecken. Menschen sehen innerhalb eines hinlänglich bekannten Spektrums die Regenbogenfarben. Dieser Farbsinn wird begrenzt durch die drei Zapfen unserer Netzhaut. Nachtaktive Kreaturen verfügen über ein ganz anderes Spektrum und nutzen es zu anderen Zwecken, um sich bei Nacht zu bewegen, zu jagen oder zu lauern. Ihre Sehfähigkeit entwickelte sich parallel zu ihren Bedürfnissen und ist jetzt darauf beschränkt, genau wie unsere. Das Licht ist nur eine banale Sache, die wir von verschiedenen Spezies unterschiedlich genutzt wird. Wenn wir unterstellen, dass wir die Zeit lesen könnten, würde es gleichzeitig unterstellen, dass wir eine bestimmte Verbindung für die Zeit hätten. Puh. Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr vorzulesen. Ich werde jetzt langsam runterscrollen, damit dann auch ich wieder lesen kann. Ihr könnt dann das Video auch pausieren, damit ihr genug Zeit habt zum Lesen. Puh, das ist echt ganz schön viel zum Lesen. So, der Edenstab. Ach, nur eins zum Glück. Das hätte ich mal von Anfang an machen sollen, dann hätten wir noch ein bisschen mehr von der Story erfahren. Meine Daten. Bilder. Sean, Rebecca, Animus, das Haus. Draußen. Nochmal draußen, Terrasse, das Grab. Nochmal das Grab. Und was ist das hier? Geschlossen. Papierkorb, was ist da drin? Okay. Oberg. Datei beschädigt, okay. Brief an Victoria. Irgendjemand? Monsieur, Madame Bibio. Ah, ja, stimmt. Okay, die Eltern von Victoria. Yes.
Okay. Wir konnten jetzt natürlich nicht sehr viel noch wirklich von der Story mit Eivor machen. Ich finde es dennoch gut, dass wir jetzt alles vom Laptop sozusagen gelesen haben, bis auf das, was da beschädigt wurde, Papierkorb, und was dann vielleicht noch nicht freigeschaltet wurde. Auf jeden Fall, ja, machen wir hier Schluss. Ich freue mich über ein Like und ein Abo. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall mit Eivors Geschichte weitermachen. Ja. Mal schauen, wie ich diesen Part hier nenne. Eigentlich wollte ich diesen Part Auf nach England nennen. Oder Auf nach Englerland. Wird wohl dann der nächste Part sein. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaltet. Und dann sehen wir uns in Englerland.